für die Vorstellung. Nach 6,5 Minuten gebe ich Ihnen ein kleines Klingelzeichen. Bitte schön. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Harald Weil. Ich bin 57,5 Jahre alt und geschiedener Vater einer bald 16-jährigen Tochter. Wie man unschwer erkennen kann, könnte ich mit einer Frauenquote Ihnen nicht dienen. Ebenfalls könnte ich Ihnen nicht dienen, wenn es hier eine Migrantenquote gäbe, die die AfD Gott sei Dank nicht hat. Denn ich bin kein Özdemir oder Özogut und Co. Ich bin ein Deutscher mit preußisch-hessisch-amerikanischem Familienhintergrund. Und dies auch schon nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 1913. Aber falls man hier irgendwann mal über eine Professorenquote nachdenken müsste oder wollte, damit könnte ich Ihnen dann dienen. In diesem Beruf stehe ich seit nunmehr 20 Jahren mit dem Schwerpunkt Betriebs- und Außenwirtschaft. Und mir sind immer mehr Anomalien aufgestoßen, auch schon vor 1997. Erstens die Übervorteilung Deutschlands, vor allem in der heutigen EU, die auch als deutsche Ersatzidentität oder Ersatzreligion nicht funktioniert. Und zweitens die allgemeine und verheerende Geschichtsignoranz und Verhandlungspsychologie, wenn man es so nennen will, von unseren sogenannten deutschen Entscheidern. Dies hat sich bis in die jüngste Generation durchgefressen und man kann es eigentlich nur als Stockholm-Syndrom bezeichnen. Vor der Professur war ich 5 Jahre selbstständig im Finanzwesen. In diese Zeit fällt auch meine Doktorarbeit zur Weltwirtschaft. Und davor war ich von 89 bis 91 unter anderem im Bereich Außenwirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit bei einer Industrie- und Handelskammer in Westfalen. Nach insgesamt 27 Jahren einschlägiger Berufserfahrung würden mir persönlich aber 1 bis 2 Legislaturen reichen, um eine Renormalisierung der deutschen Dinge in Berlin in der Bundespolitik mit anzustoßen. Politisch betätige ich mich erstmals im März 2009 bei den Freien Wählern, wo ich auch die Alternative, Wahlalternative 2012-13 und die AfD-Kooperation unterstützte. Aber noch vor der Bundestagswahl 2013 trat ich bei den Freien Wählern aus. Im Oktober 2013 stelle ich meinen AfD-Aufnahmeantrag, der dann nach Monaten von der Professor Lucke-Schwester Dr. Beate Forner abgelehnt wurde. Die meinten es wohl allzu wörtlich damit, dass sie keine Braunen in der AfD wollten. Ja. Im erneuten Anlauf wurde ich dann ausgerechnet am 18.01.2014, also dem Tag der Reichsproklamation von 1871, in die AfD aufgenommen. Seit dem Lucke-Abgang 2015 habe ich in 3 LFAs mitgewirkt und vor allem mich mit Wirtschafts-, Migrations- und Sicherheitsfragen beschäftigt. Aber die Außenwirtschaft ist doch der eigentliche und harte Kern dementsprechender Politik. Ob es nun um die unheilige Kuh EU, den IWF oder die Weltbank geht. Ich bin auch stellvertretender Kreissprecher der AfD Rhein-Berg und des LFA für EU, Euro und Banken. Einige kennen mich bereits aus meinen Vorträgen zu Migrations-, EU- und Geschichtspolitik. Mehr deutsch als sonst was bin ich ab 1959 in Herborn aufgewachsen, noch mit Zitterlin, Griffel und Schiefertafel. Ja, tatsächlich bei der Einschulung. Meine aufopferungsvollen Großeltern Karl und Emilie waren hessische Preußen vom Fuß des Westerwalds, Jahrgänge 1903 und 11. Mein deutscher Großvater war als Freiwilliger und Feldwebel bei der Luftwaffe gelandet, wo er von 1939 bis 1945 von Frankreich bis Russland durchgedient hat. Und mein US-amerikanischer Vater diente auf dem hohen Westerwald auf der wohl kleinsten US-Radarstation in Europa. Doch im Kölner MBA, Aufbaustudiengang, hatten unter anderem auch US-amerikanische Studenten und Kollegen davon Kenntnis zu nehmen, dass ich bei aller Internationalität stets deutsche Interessen vertrete. Im Unterricht wurden also auch die zwischen 1990 und 2010 wieder aufgenommene Millionenüberweisungen Deutschlands in die USA lehrreich diskutiert. Ebenso wie viele unliebsame Sachverhalte im amerikanisch-deutschen, aber etwa auch im französisch-deutschen Verhältnis. Bei mir ist also ein bisschen so wie bei dem Cherusker Hermann, genannt Arminius. Der hat ja auch ein bisschen was mit den Römern zu tun, also den US-Amerikanern der Antike. Ansonsten hätte er sie wohl auch kaum besiegen können. Und bei all den Hühnchen, die man eventuell sogar nicht nur mit unseren amerikanischen, sondern vielleicht mehr noch mit unseren französischen, englischen und anderen Freunden von heute
zu rupfen hat, ja, da wäre ich ganz gerne ganz vorne mit dabei. Ich bin also vor allem ein preußisch-hessischer Nationalkosmopolit. Geben Sie einfach mal bei YouTube ein die Wortpaare Weil Europa und Weil Erster Weltkrieg. Und gegen die unsägliche Schlechtschreibreform oder den Bologna-Unsinn war ich nachweislich schon vor deren Einführung. Stets in der Minderheitsposition gegenüber meinen übereifrigen Zeitgeist-Kollegen und Innen. Ja. Insbesondere möchte ich einem erkennbar anderen Konservatismus in der AfD ein neues Gesicht geben. Meine Person steht für eine äußerst geschichtsbewusste, normalisierte deutsche Interessenpolitik jenseits der vielfach missbrauchten 12-jährigen Betonmauer oder Betonplatte, wie Arnulf Baring das mal so schön ausdrückte. Das Deutschland, auf das wir wirklich patriotisch stolz sein können, unser Deutschland, muss zu den positiven Wurzeln vor der NS-Zeit zurückfinden, zur Versöhnung mit den durchaus integeren Teilen der Nationalgeschichte und mit sich selbst, zu Bismarckscher Realpolitik und Weimarer Geschmeidigkeit, mindestens. Ich sage nur Rapallo, Hoover, Reparationsmoratorium und Olympische Spiele, die ja allesamt schon vor 1933 und ohne jede Hitlerei eingetütet waren. Die internationale deutsche Rehabilitation, die ja noch in Teilen der 1920er, 30er Jahre nennenswert vonstatten gegangen ist, die sollte jetzt langsam aber mal fortgesetzt werden, ein bisschen. Ja, über 60 Jahre nach 45 geht es hier um eine Normalisierung der Dinge in Deutschland und für Deutschland, in Europa und der Welt. Spätestens ab 1990 hätte dies eingeleitet werden müssen. Stattdessen geschah das Gegenteil. Nicht nur in aller Pseudo-Außenpolitik im Rahmen von EU-Europa und anderen Bereichen, sondern die historischen Rekordsummen von über 15 Milliarden EU-Nettozahlungen und 18 Milliarden US-Dollar weltweiter Entwicklungshilfe aus Deutschland, denen steht kein vernünftiger Gegenwert gegenüber. Und bei all dem Asen mit dem deutschen Steuergeld schadet das nicht nur den deutschen Bürgern, sondern auch vielen Menschen und Strukturen im Ausland. Kollege, und es mästet fast sämtliche internationalen Missstände, die man sich nur vorstellen kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Gibt es Fragen an den Kollegen Professor Dr. Weil? Das ist der Fall hier vorne, bitte sehr. Kreisverband Duisburg-Popov. Wir haben jetzt mit China Handelsbilanz Nummer 1. Sie haben ihre Vereinigten Staaten abgelöst. Welche Vorteile, Nachteile hat das aus Ihrer Sicht für Deutschland? Die Chinesen sind ja immer schön praktisch, allerdings auch praktisch beim Thema Raubkopien, Produktpiraterie etc. Man kann und muss mit den Chinesen Klartext reden und klare Interessenpolitik betreiben und kann es nicht so permissiv durchgehen lassen, vieles, wie es bisher der Standard ist. Ja. Also auf Augenhöhe auch mit Chinesen verhandeln und sogar die Weltmacht Schweiz und ein paar andere kleine Länder schaffen es, mit den Chinesen Handelsverträge zu machen, bilateraler Art, die wahrscheinlich ein bisschen günstiger aussehen als die Verträge, die Deutschland im Rahmen von der EU macht, wo sich Deutschland hinter Liechtenstein und Niederlanden versteckt. Ja. Dankeschön. Die Dame am linken Mikrofon. Das Mikro bitte erst anschalten. So, Herr Professor Weil, Sie hatten gerade etwas humorvoll erwähnt, dass Ihr Mitgliedsantrag im ersten Lauf abgelehnt wurde. Was war der Grund dafür? Die Doktor, Frau Dr. Forner hat mir keinen Grund genannt. Ich hatte sie dann nur im ICE zum Parteitag nach Aschaffenburg im Januar 14 getroffen, wo sie mir das etwas betröppelt sagte, ja, dass irgendwie irgendwas schiefgegangen sei. Ich habe dann noch einen zweiten Anlauf genommen und dann ist der Antrag angenommen. Ja. Das mit den Braunen hat sie sich vielleicht gedacht, aber nicht so gesagt. Zumindest nicht mir gegenüber. Ja. Dankeschön. Der Herr am rechten Saalmikro. Herr Professor Weil, wie würden Sie dem Normalbürger erklären, wie diese Spaltung zwischen immer mehr Armut und immer weniger Menschen, die immer mehr Geld anhäufen, entsteht, wie diese Spaltung entsteht. Worauf führen Sie das zurück, wenn Sie das erklären müssten? Also mit dem Geld und dem Zuwachs von Geld und der Zunahme von Reichtum auf der einen Seite und von Armut auf der anderen Seite ist es halt wie in dem Sprichwort vom Teufel, der immer auf den größten Haufen scheißt. Ja? Also die
Monetarisierung der Dinge, Börsenspekulation, Wertpapiere und so weiter, losgelöst von der Realwirtschaft und ihrem Produktivitätszuwachs, hat dazu geführt, dass die Leute, die halt Aktien haben oder spekulative Wertpapiere, deren Vermögen maßgeblich daraus besteht, überproportional übervorteilt oder bevorteilt worden sind durch die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte. Während der Normalverdiener, also der tatsächlich mit Stundenlohn, Akkordlohn oder Vergleichbarem agierte, von seinem Produktivitätszuwachs, der sich auch im einstelligen Prozentbereich abgespielt hat, eigentlich nichts gesehen hat. Ja? Dankeschön. Die Dame am linken Seite. Sag bitte, Trump hat vor ein paar Tagen noch einmal betont, dass er setzt auf bilaterale Beziehungen. Was denkst du, ist das positiv für uns oder negativ? Also er mag das, hundertprozentig, ja, denke ich. Man konnte sogar gestern oder vorgestern lesen, dass Steve Bannon den deutschen Botschafter zur Unterredung gebeten hat und verkündet hat, dass aus seiner Sicht die EU sowas wie ein totes Pferd sein könnte und dass auch Deutschland mal darüber nachdenken sollte, ob nicht der bilateral aussichtsreicher und profitabler wäre fürs deutsch-amerikanische Verhältnis. Steve Bannon. Ja. Meinung habe. Ich habe gefragt, ja, ist das schön. Positiv Nein, für uns oder? Entschuldigung, die Kollegin keine Nachfragen. Sie haben eine Frage gestellt und der Kollege Weil hat sie beantwortet. Der Kollege, letzte Frage bitte. Was ist Ihre Meinung zum Fortbestand der EU, die Reform davon? Fortbestand der EU oder Reform der EU hat eine Grundvoraussetzung, dass man glaubhaft signalisiert, dass man alleingangswillig ist und alleingangsfähig wäre. Ja? Und die anderen haben überhaupt keine Veranlassung, auf Reformbedürfnisse von deutscher Seite einzugehen, solange der Hase für sie so läuft, wie er in die ganzen Jahrzehnten gelaufen ist. Dass mit deutschem Geld anderer Leute Politik betrieben wird, mit deutschen Dauersubventionen, nicht nur die französische, und andere Landwirtschaft gefördert wird. Und von daher ist die Grundvoraussetzung, dass Deutschland den Spuk beendet und die Reform, den Reformbedarf mit einem Jungtim oder das schöne Wort Ultimatum adressiert. Das heißt, entweder werden sich diese Verträge ändern zur Gleichberechtigung aller Beteiligten, ja, eben auch Deutschlands, oder wir gehen raus aus diesem Ding. Der Kern der internationalen Verträge ist die Gleichberechtigung und nicht, dass die einen ständig gemolken werden und die anderen ständig die Milch abholen. Dankeschön. Das war dann auch die Redezeit für diese Frage. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Weil, für die Vorstellung. Das waren die fünf Fragen. Und bevor wir jetzt zum nächsten Wahlgang kommen, bitte ich zunächst den Wahlleiter, den Kollegen. Und hat aktuelle Zahlen. Bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind abgegeben worden 324 Stimmzettel. Davon waren ungültig 0, Enthaltung war eine, Nein gegen alle waren 5. Was bedeutet 324, ziehen wir wieder die eine ab, sind bei 23, durch 2 sind 161,5, das runden wir nach oben auf. Mit anderen Worten, das Quorum liegt bei 162 Stimmen. Und die Stimmen verteilen sich wie folgt. Herr Frederik Kühne hat erreicht 4 Stimmen. Herr Ernst Friedrich Rauf hat erreicht 16 Stimmen. Herr André Ludwig hat erreicht 29 Stimmen. Herr Mario Miruch hat erreicht 103 Stimmen und Professor Dr. Weil hat erreicht 166 Stimmen.